Hallo alle zusammen und herzlich willkommen von der Küste Japans. Ja, ich habe es auch endlich mal geschafft, hierher zu kommen. Und zwar bin ich in Kamakura. Das ist so ziemlich unter Yokohama, direkt Küste. Ihr seht schon, Traumstrand. Über Traumstrand. Die Leute sind gut drauf, es gibt viele Surfer. Es hat knapp 28 Grad, wunderbar kühler Wind. Und in Kamakura gibt es natürlich ein bisschen mehr zu entdecken, außer nur Strand. Und das alles zeige ich euch heute. So, und ihr wisst ja, große Männer reisen mit Stil. Und das ist für heute mein Fortbewegungsmittel. Denn ihr wisst Bescheid, nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Sagen, die Japaner können teilweise richtig krass gut surfen. Wenn ich mir angucke, wie die Wellen ins Land gehen und wenn ich gucke, wie die hier durch das Wasser fetzen, das ist richtig krass. Und das ist jetzt ganz speziell an meinen Vater. Vater, vergiss endlich mal Italien und Torbole. Hier hast du viel geileren Wind. Ohne Witz. Meine lieben Freunde, wie es sich für einen richtigen Pseudo-Sommerurlaub gehört, muss man natürlich auch am Strand in ein richtig cooles Surfer-Café gehen. Ich genehmige mir jetzt erstmal mein belgisches Blue Moon mit dem Ausblick hier und dann geht's gleich zurück in die City. Bis gleich. Natürlich darf in einem echten Urlaub auch kein Shopping fehlen. Und auch in Kamakura gibt es dafür eine ganze Straße, nur um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Warum sich das Zeug in einem Supermarkt kaufen, wenn man es hier in Kamakura direkt aus der Frucht trinken kann? Mmh. Oh Gott, Leute, das ist so lecker, dass ich es am liebsten in der Badewanne kippen würde und drin baden würde. Furchtbare Vorstellung, ich weiß. Ja, ich bin jetzt an einem Schrein, von dem ich definitiv nicht weiß, wie er heißt. Tut mir leid. Ich bin ja auch eher so zufällig auf der Suche nach dem großen Buddha hergekommen. Aber wenn schon da, dann gleich angucken. Zufällig, wo ich hier zum großen Buddha komme. Immer diese Japaner. Aber Hauptsache lächeln, oder?
Ja, Leute, was soll ich sagen? Klein Steffen hat mal wieder getrödelt wie die Sau und verpasst dadurch das meiste. Denn der große Buddha, dieser Park, der hat leider schon geschlossen. Man kommt überhaupt nicht mehr rein. Da steht überall, dass man ein Alarmsystem aktivieren würde, wenn man trotzdem reinläuft. Das bedeutet, das müssen wir jetzt leider auslassen und werden jetzt einfach mal noch so ein bisschen durch Kamakura und auf jeden Fall noch was essen. So, ich habe gemerkt, in Kamakura klappt anscheinend um 17.30 Uhr die Bordstelle hoch, weil es hatte eigentlich überhaupt nichts mehr offen. Hab jetzt hier so ein kleines, aber feines China-Restaurant gefunden und werde mir hier jetzt ein bisschen was zu Gemüte führen. So, ich habe jetzt mein Essen bekommen. Das sieht erst echt wahnsinnig lecker aus und ich habe auch schon richtig Hunger. Bis gleich. Ja, Freunde, ich bin jetzt wieder zurück in der Nähe von der Kamakura Station. Die ist gerade hier hinten. Und ich habe mir gedacht, vor diesem kleinen, aber schnuckligen Brunnen mache ich ein kurzes Fazit, wenn mir denn Kamakura so gefallen hat. Am meisten geflasht hat mich wirklich der Strand, weil ich habe das nicht erwartet, dass hier wirklich so ein krasses Sommerfeeling ist, zumal das Wetter echt passend war. Allerdings auch die Tempelanlage fand ich richtig, richtig cool, so wie auch die ganze Shopping Street. Was ich echt blöd fand, war, dass ich zu viel getrödelt habe und dann wirklich nicht mehr diesen großen Buddha sehen konnte. Das ist sehr schade, weil ich werde wahrscheinlich nicht mehr so schnell hierher kommen. Aber wie gesagt, ich habe heute genug erlebt, habe sogar einen kleinen Sonnenbrand, ich merke das schon. Und jetzt geht's zurück nach Tokio und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ganz viele grüne Daumen nach oben, das würde mich wahnsinnig toll freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video, bis dann, ciao!